Ich freue mich sehr darüber, dass wir nun endlich zu der Wiederwahl gekommen sind. Zum einen, weil ich Roland Jahn für den richtigen Mann an der richtigen Stelle halte. Er ist glaubwürdige Stimme der Opfer. Er ist authentisch, international anerkannt und auch in Deutschland über die Parteigrenzen hinweg eine glaubwürdige Stimme. Ich freue mich, dass er trotz dieser Hängepartie zur Verfügung steht. Und ich freue mich auch, dass er frühzeitig schon gesagt hat, dass er sich gut vorstellen kann, aus dem Amt heraus an diesem diesem Reformierungsprozess mitwirken zu wollen. Wir haben 2019 einige Auskunftsregelungen, die, wenn wir sie nicht anpassen, dann auslaufen. Da müssen wir drüber sprechen, wahrscheinlich eher in der nächsten Legislaturperiode als in dieser. Aber im Großen und Ganzen bleibt alles so, wie es ist. Unter anderem haben wir ja über 5000 Auskunftsanträge Monat für Monat. Also der Betrieb geht weiter wie bisher.